Weiter. Tetratalisman. Das ist endlich mal was Gutes hier. IP-Boost sogar 100%. Alter. Alter. Das levelt so langsam. Das Ding ist, funktioniert der FP-Boost überhaupt damit? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, der FP-Boost funktioniert. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eigentlich, ich glaube, eigentlich funktioniert er. Wir hatten mal geguckt. Ich glaube, das ging. Luftgewitter. Kannst du Toxino mitleveln. So. Hier ist nichts mehr, ne? Aris ist fast tot. Da können wir fast schon wieder auf der Bank chillen. Da hinten müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Oder muss ich jetzt mehr Energie reinpumpen, damit sich wieder was ändert? Kann ich mehr Energie rein? Ah, nee. Okay. Dann muss es irgendwie einen Weg geben. Hä? Hüpf doch. So. Da hinten. Dann muss ich hier lang, oder? Ja, okay. So, welchen Gegner hast du denn dabei, Slimy? Ich sehe ihn noch nicht. Du bist doch nicht nur alleine. Im Leben bist du nicht alleine. Dafür ist die Arena viel zu groß. Ach, es sind zwei Slimies. Ja, okay, noch besser. Also ich bin ready. Wenn du deine Augen zu hast, kriegst du richtig einen ins Gesicht. Perfekt. Ist sogar instant tot, der Bruder. Okay. Also zwei Slimes waren ja jetzt deutlich angenehmer als dieser scheiß Laser-Augentyp. Super! Dann mal zurück auf ein neues. So. Ich werde hier manchmal gescammt. Manchmal ist keine Energie drin. Finde ich frech. Aber zur Kiste komme ich jetzt doch nicht, ne? Nicht, dass ich mir jetzt die Kiste verbaue. Aber ich glaube nicht. Nee.
Gut, wir speichern das einmal. Auf einmal kein Sturm mehr hier, voll schön auf einmal. Richtig idyllisch. Nur die Mücken sind ein bisschen nervig. Und los! Los! So, Eris. Ah, die müssen Damage haben, deswegen kann sie das gerade nicht machen. Okay, got it. So, den Todbringer haben wir gelernt. Haben die anderen Damage? Nein. Den Zorael habe ich ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Oh. Haben die jetzt Damage? Ich will Aerith töten. Es ist so stumm. Die Sora sind ein bisschen verbuggt da unten. Upsi. Stark und weise. So. Moment. Ich will zur Kiste. Ah, okay. Ach, wie gemein wäre das, wenn da drunter so eine Kiste stehen würde mit einer Waffe drin. Sind aber ganz schön spät dran. Oh no. Lass sie. Wir gehen. Nicht so schnell! Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehlen! Mit Verlaub. Es geht um unseren Ruf. Na also, geht doch! Am Eingang waren Flaggen. Nicht gesehen. Das verheißene Land ist jetzt Shinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Wo ist der Rest von euch?
Habt ihr euch etwa verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nicht. Ach ja, mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Was Song habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss, weil der eigentlich nie kämpft. Ich glaube, er ist auch so der Badass Motherfucker von denen. Aeris, mach es uns einfach und. Niemals! Nun gut, ich habe es zumindest versucht. Alles tat weh! Alles okay? Kannst du übersehen? Der Anführer der Turks, einer speziellen Einheit des Shinra-Konzerns, ist die rechte Hand von Rufus Shinra. Dank seines entschiedenen Führungsstils wird er selbst von seinen eigenwilligen Kollegen als Oberhaupt akzeptiert. Im Kampf zeichnet er sich durch wuchtige und zugleich flexible Angriffe aus. Blocke oder weiche der letzten Attacke seiner Combo aus, um ihn kurzzeitig schockanfällig zu machen. Haben wir gerade schon gemacht. Füge ihm jetzt Schaden zu, um ihn schockanfällig zu machen. Sein Spezialangriff, seine Welle. Ja, und dann muss man mit einem Synchro-Angriff rein. Und weg. Angriff! Hier komm ich! Nimm das! Auf geht's! Keine Gnade! Halt mich gleich! Jetzt geht's los! Was? Angriff! Wer ist hier der Boss, ha? Elena, Formation. Auf geht's! Hüpf, hüpf. Wenn die ihre Kombos machen, ist das schon immer sehr cool. Turks sind schon geile Kämpfer eigentlich. Diese Duo-Kombo ist so weird. Aber es sieht auch so stylisch aus, einfach. Ich hab
Musik halt auch immer ein Banger. Angriff! Hier komm ich! Jetzt der Hauptgang! Halt für einen kleinen Stern! Laut mal einer bitte eine dicke Backpfeife geben, bevor er die jetzt abmurkst. Einfach mal eine Backpfeife links, rechts, damit er mal wieder wach wird. Cloud! Fürchte dich nicht. Du kehrst nur zum Planeten zurück. Hat sich abgesetzt. Wir müssen uns beeilen. Ja, hinterher. Versteht euch nicht. Der Tod. Hier, wir haben wieder unser altes Team. Wir haben eine Bank. Ich muss sagen, hier im Rebirth haben sie Cloud. Also Cloud hat im OG-Teil auch. Da ist er auch relativ früh ein bisschen wahnsinnig geworden. Aber hier merkt man das deutlich krasser als früher. Dass er ein bisschen DeLulu ist gerade. Thank you.
einmal speichern. Ja. Es ist ein Achievement, dass man bis Level 70 geht. Also ich würde behaupten, storymäßig sind wir am Ende, aber das Postgame wird halt... Da kann man noch easy bis Level 70 grinden. Also ein Achievement ist wirklich... Bring einen deiner Charaktere auf Level 70 oder Cloud sogar. Und wir sind Level 49. Also da fehlen noch 20 Level, also ja. Dieser Tempel gleicht einer Festung. Und es gibt überall Spuren von Kämpfen. Vor wem hat man sich verschanzt? Ungeheuer? Nein, vor den törichten Menschen. Aus Angst vor dem alten Volk und Neid auf seine Kraft haben die Menschen alle getötet. Sephiroth. Sang! Fürchtet euch nicht. Er kehrt nur zum Planeten zurück. Zum Planeten zurück. Ihr werdet euch wiedersehen. Bist du okay? Du bist besorgt wegen mir? Sag mir. Bitte eines. Ist das hier das verheißene Land? Nein. Ich glaube nicht. Verstehe. Schade. Du hast mir immer vertraut. Manchmal warst du richtig nett. Dieser Sockel ist der Schlüssel. Aber er reagiert nur auf Zetra. Nicht bewegen! Ich muss Bericht erstatten. Aeris, sieh mal. Einfach gegangen. Das ist halt mit den Turks, ne? Ich sagte ja, die Turks arbeiten zwar für Shinra, aber die haben halt auch ihren eigenen Willen. Und Song hat immer auf Aeris aufgepasst, so dass hier nichts passiert. Auch als sie noch nicht bei Cloud war und so. Deswegen haben die so eine Verbindung. Was steht da? Genau, die haben noch eigene Prinzipien. O Krieger von kühnem Geist, haltet ein, kehret in euch. Die tiefrote Spur, die von euch ward gezogen, soll euch nähren, neu beleben. Denn Zorn ist's, der uns formt zu was wir sind.
Oh, jeder eine eigene Tür. Sogar mit rotem Teppich, was? Wir alle werden geprüft. Oh. Nur Cloud nicht. Wir alle, außer Cloud, hm? Hey, nicht fair! Ich warte hier. Beeilt euch. Wir bringen das besser schnell hinter uns. Ja. Also, bis später! Naja, Cloud ist halt... Ja, nee, ich wollte nur was anderes spielen, wenn das hier zu kurz wird. Von wollen war nicht die Rede, sondern von, falls wir... Falls der Tempel zu schnell vorbeigeht. Aber das Spiel hat uns ja das Gegenteil hier gezeigt und wir wollen heute nichts anderes spielen, denke ich mal. Was ist das? Cloud ist halt das gleiche wie diese Männer in Schwarz. Also Cloud ist halt der Feind vom Planeten quasi gerade für die Zetra. Deswegen ist der nicht würdig. Oh boy, jetzt kriegen wir von allem nochmal. Das hier ist keine bloße Illusion. Aua. Hier lang. Ja. Stopp ihn. Ich sehe nix. Labor. Oh, jetzt durchleben wir nochmal von jedem die Erinnerung. Oh boy. Halt gefälligst still! Misty! Hey, hey! Das ist ein wertvolles Testobjekt. Gefälligst damit um. Okay, vielleicht ändern wir die Erinnerung auch einfach und wehren uns. Und jetzt beide. Gut, Nummer 13. Dann komm mal her. Soll ich mich wehren oder wenn's nicht, wenn ich mich nicht wehre, wird das schneller vorbei hier? Hallo Fine. Ich darf nichts mehr drücken. Ja, sehr gut. Schnür das Kätzchen ordentlich fest. Prächtiges rotes Fell. Mehr als würdig für mein 13. Versuchsobjekt. Ah, ich hab's. Ab heute heißt du Red 13. Fangen wir an. Halt still, sonst wird es schief.
Das könnte es bei ihr sein. Nibelheim? Ja. Der Abend, als das Dorf niedergebrannt wurde. Nee, da ist sie jünger. Das ist nicht der Abend. Oder doch der Abend. Nein! Da lief gerade Cloud. Aber der Junge Cloud da. Also war Cloud damals schon verseucht von Sephiroth? Aber wie? Geht ja gar nicht, oder? Nee, Moment, das ist doch jetzt... Hä? Was passiert hier? Wo sind wir? Das ist nicht der Reaktor. Doch, der Reaktor. Aber die Tür. Oh. Oh no. Das passt dann vom jungen Cloud her nicht. Das war weird. Aber die waren ja schon älter. Ihr Monster. Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle! Wirkt jetzt alles nicht wie eine Prüfung. Das wirkt alles wie so... Wir durchleben unsere Traumata nochmal. Oh, bei Yuffie bin ich... Ah, bei Yuffie kann es sein, dass wir das aus dem... Was wir aus dem DLC sehen. Wo ihr Freund gestorben ist. Also nicht ihr Freund, sondern ihr Kumpel, ihr Kampfkumpel halt. Einfach cool bleiben. Ich hab seinen Namen vergessen. Steffen, wir fallen auf. Zieh die Krallen lieber wieder ein. Das ist er. Sonon, genau, so hieß er. Zorn erwachsen soll, ja gut, auf die Bösen dann. Vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Du bist einfach zu ungeduldig, Chefin. Irgendwann rächt sich das. Gab's im DLC so eine Stelle? Ich weiß gar nicht mehr.
glaube ja, kann sein. Warte mal, ne? Chefin. Kämpfe weiter. Für uns. Aber das ist im Innern von den, ja, wo wir das DLC gespielt haben. Ja, ja, ja. Das sieht nach Yuffie-DLC-Kram aus hier. Oh, sehen wir Dings nochmal. Oh, ich bin so ich hoffe, dass der im dritten, dass die im dritten Teil richtig benutzt werden. Weiß und, ich vergesse seinen Namen immer. Wie heißt der andere? Chefin! Ich hoffe, dass die kommen. Sonon? Im dritten Teil. Auch wenn die im OG-Game gar nicht vorkamen. Ja, er! Wie heißt er? Wer ist er nochmal? Ich liebe sein Design. Wenn du in die Ruhen kommst, dann muss ich ihn eben für mich behalten. Weiß und Nero sind eigentlich aus den Vincent-Game vom Gamecube, Dirge of Cerberus, wo nur Vincent, wo man Vincent halt gespielt hat. Das habe ich nie gespielt. Und daher kommen die beiden. Okay. Was ist denn das bitte für ein Film? Early Corell. Ich bin zu Hause. Nun ja. Oh, Barry! Fast. Wieder zurück? Schönen Feierabend, Barrett. Alles okay mit dem Reaktor? Es ist wirklich ein Segen, dass wir nun den Reaktor haben. Willkommen. Oh, aber der Reaktor steht schon, okay. Ab nach Hause mit dir und in die Wanne. Oh, wir sehen seine Frau jetzt mal. Willkommen zurück! Auch ein Cutie. Siehst aus, als würdest du Gespenster sehen. Mina! Was ist denn in dich gefahren? Du bist sicher erschöpft. Komm rein. Und alles im Eimer. Mina! 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 Oh no. Mina, wo bist du? Oh no, please no.
Da liegt sie. Ist es bei Aerith? Da ganz viel. Mutter, Kindheit. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Kleines Kind, Mutter. Nächster Halt, Slums von Sektor 4. Vorsicht an den Türen. Okay, danach schon. Doch, Mutter. Nee, Moment. Doch, das ist die Mutter. Oh, aber hä? Moment. Es wird alles wieder. Ah, okay. Sie sieht das nochmal aus dritter Third Person. Ja, okay. Ja, es ist das, was ich sagte. Das ist die Ankunft in Midgar. Aerith, hast du Lust auf einen kleinen Ausflug? Wohin denn? Die frische Luft, damit wir mal richtig tief durchatmen können. Im OG-Game sieht man, hat man quasi eine Cutscene, wie die Mutter an der Haltestelle in den Slums zusammenbricht und Aerith halt dann noch sitzt und weint. Und dann wurde sie. Brauchst du dann diese ganzen Spritzen nicht mehr? Ich glaube, von den Turks gefunden. Nee, von Elmira. Von Elmira wurde sie gefunden. Genau, Elmira findet sie dann gleich. Da bin ich mir sicher. So kam sie dann halt zu der Adoptivmutter. Das ist nämlich die Flucht. Die sind aus dem Labor von Hojo geflüchtet, weil sie hat ja gerade gesagt, brauchst du die Spritzen nicht mehr. So war das. Da sind sie nämlich geflüchtet von Hojo. Sind in die Slums abgehauen. Sie bricht gleich zusammen. Ich spoiler jetzt schon. Und Elmira findet Aerith. Ich will einfach nur damit prollen, dass ich das Spiel kenne. Tut mir leid. Alles okay, Mama? Tut mir leid. Schade. Um den Ausflug. Mama, warte hier. Ich hole einen Arzt. Hallo? Viel Glück. Gut, in der PS1-Version hatte man dann halt, kam Elmira und hat sie aufgenommen. Und ich glaube, Ifalna hat sie noch gebeten, sich um sie zu kümmern. Diese ganze Erinnerungsgeschichte hatte man im OG-Game nicht. Das ist auch wieder eine Neuinterpretation. Was aber cool ist. Das haut die ganzen Erinnerungen zu den Charakteren nochmal raus. Okay, da wollen wir anscheinend nicht hin. Vom Red weiß man ja wenig so. Kann ich mit denen reden? Nein. Ach so. Meine Mutter ist krank. Ich kann um Hilfe bitten. Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Tut mir leid, keine Ahnung. Bitte, ich brauche Hilfe. Meine Mutter ist krank. Bitte, ich brauche Hilfe. Können Sie mir helfen? Meine Mutter ist krank. Können Sie mir helfen?
Oh, wow. Bitte, ich brauche Hilfe. Meine Mutter ist krank. Meine Mutter ist krank. Frag jemand anderen. Hab schon drei gefragt. Wieso darf ich nicht rennen? Gibt es hier einen Arzt? Meiner Mutter geht's sehr schlecht. Quengelnde Göre, lass mich in Ruhe. Ihr seht alt aus, ihr seid nett. Meine Mutter ist krank. Bitte, ich brauche Hilfe. Ihr seid Arschlöcher. Gut. Meine Mutter ist krank. Ja, gut. Juckt keinen. Meine Mutter ist krank. Mein Gott, ich kann diese Voiceline aber nicht mehr hören. Bitte, ich brauche Hilfe. Die ist drunk, die fragen wir nicht. Gibt es hier einen Arzt? Können Sie mir helfen? Die antworten nicht mal. Was für Arschlöcher, oder? Können Sie mir helfen? Aha, Hilfe kannst du dir abschminken. Super. Meine Mutter ist krank. Können Sie mir helfen? Ab nach Hause mit dir, du Göre. Hm? Alles okay? Mir geht es gut. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Ich wohne leider etwas abseits. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ach so. Aha. Um was geht's denn genau? Ist nicht so wichtig. Danke. Ich gehe zurück. Mama wartet. Wie du meinst. Mama. Es tut mir so leid. Kannst du jetzt bitte nicht weinen? Das ist alles schon traurig genug. Oh. Oh, scheiße. Da steht ein Soldat. Ich bin gleich wieder bei dir. Zu
bitte nicht traurig. Vergiss nicht. Ich werde immer bei dir sein. Nein, Mama, bleib hier. Unser Ausflug. Wir wollten noch einen Ausflug machen. Kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter, bringen Sie Aris in Sicherheit. Wir müssen hier weg. Mama! Mir gefällt das nicht. Mama! Und das Arschlochgeschwader taucht auf. Hab sie! Hier drüben! Wisst ihr, der Tod ist bloß ein Teil des Lebens. Unsere Körper verschwinden vielleicht. Aber das gilt nicht für unsere Seelen. Sie kehren zum Planeten zurück, in den Lebensstrom und werden irgendwann zu neuem Leben. Soll uns das aufmuntern? Die Seele überdauert den Tod. Aber selbst wenn man das weiß, der Abschied fällt schwer. Deshalb, tu nicht so, als wäre es nichts. Das wird der Sache nicht gerecht. Wir alle haben so viel Schmerz und so viel Leid erfahren. Und all das lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen, so sehr wir auch wollen. Aber für unsere Zukunft gilt das nicht. Trauer und Wut können uns große Kraft verleihen. Doch sie verändern uns leider auch. Wahre Stärke ist etwas anderes. Sie ist die Kraft zu vergeben, nach vorn zu schauen, hoffnungsfroh. Sie kommt von innen. Wenn wir nicht nach hinten, sondern nach vorn blicken. Und nur dann
können wir stärker als Sephiroth werden. Viel stärker. Bist du fertig? Oh, Cloud. Die Zeit drängt. Los. Hast ja recht. Alle kommen raus voll Debi und Cloud weiß nicht. Ja, aber Cloud ist das gerade leider halt auch alles voll egal, weil der halt voll unter Sephiroth steht, so. Er ist aber, ja, also eigentlich will er es nicht. Aber es ist halt so. Ist halt voll dumm.